Don Romance, ein dunkelbrauner Hengst, 2016 geboren, abstammend von Dante Veltino, Sir Donal I, Don Schufro. Don Romance PS. Julia hat schon wieder umgesessen auf diesen schmucken Sohn bewährter Genetik. Dante Veltino, wer kennt ihn nicht? Welche führende Station Europas bedient sich nicht dieser genialen Blutströme hier auf der väterlichen Seite? Sie wissen, er selbst ja dekoriert mit seinen zahllosen Grand Prix-Siegen bis hin zur weltmeisterlichen Bühne unter Therese Nielshagen, all überall. Das Blut des Danone glänzt hier voll. Dann Sir Donnerhall aus dem berühmten Gesine-Stamm. Gesina, da ist es wieder, das Blut, die ja auch Mutter von For Romans 1 und 2. Also wieder ein Passerrezept. Dante Veltino, Sir Donnerhall, Don Schufro. Jetzt hat die Station Schockemühle einen würdigen Vertreter wieder aus dieser tollen Linie und dann auch noch aus dem sicheren Stamm der Gesina, der sicherlich sich unglaublich durchgesetzt hat und abgesichert ist, eben durch schon sehr, sehr viele gute Nachkommen, die auch sportlich und auch züchterisch groß im Einsatz sind. Ja, er ist auch unglaublich leichtfüßig, herrlich, wie er auch eben geschlossen schön im Galopp angesprungen ist, von hinten gleich dabei, sehr schön ins Bergauf, und Julia präsentiert uns diesen Hengst sehr gut mit schön fein führender Hand, kann immer mal vorgehen, sodass das Pferd sich auch selbst ausbalancieren kann. So, ruhig noch ein bisschen länger lassen, dass er noch seinen großräumigen Schritt schön zum Ausdruck bringen kann. Aus dem wohl vererbungssichersten Stamm überhaupt, aus Mühlen und Lebitz, der Stamm der Gesine. Ah, der ist schon 4. Da dürft ihr eurem Herzen ruhig ein bisschen Luft machen. Julia, der wirkt. Spitze. Ihr müsst dranbleiben, Herrschaften. Das kommt rüber. Vielen Dank. Don Romans Piss.